Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Caroline und deine Seelenflüsterin. Ein herzliches Willkommen an das Seelenkollektiv der Krebse von mir und meinem Assistenten Apollo. Der sitzt hier schon wieder fleißig auf meinem Arbeitstisch und unterstützt mich immer gerne bei meiner Arbeit. Ich gehe jetzt gleich rein in die allgemeine Legung Februar für das Seelenkollektiv der Krebse. Das bedeutet, wenn du den Krebs im Sonnen- oder Mondzeichen der Venus oder dem Aszendenten trägst, bist du hier genau richtig und darfst deiner Seele vertrauen, dass hier mindestens eine Botschaft auf dich wartet. Da es eine allgemeine Legung ist, kann es natürlich sein, dass du nicht mit allen Informationen in Resonanz gehst. Nimm dir einfach das mit, wo du sagst, dass das passend ist. Im Anschluss an dieses Video kannst du unten in die Infobox klicken und dann schaue ich nochmal tiefer rein. Kannst du bei Elopage hinzubuchen. Dann schauen wir in die Bereiche Liebe, Finanzen und Beruf. Und dann starte ich, bedanke mich für dein Sein, für jedes neue Abo und deinen Daumen hoch. Los geht's! Ich bitte um eine Grundbotschaft für das Seelenkollektiv der Krebse für den Februar. Wenn es etwas gibt, was ganz wichtig wäre, worauf dürfen die Krebse hier achten? Was kommt hier? Schattenarbeit. Okay. Das heißt, der Oktopus meldet sich hier. Der Oktopus möchte dich daran erinnern, in die innere Tiefe einzutauchen. Er zeigt dir außerdem Wege, um nicht mehr in der Dunkelheit oder dem Schmerz gefangen zu sein. Verdränge nicht länger, sondern akzeptiere den Schmerz. Wandel ihn durch die Kraft der Vergebung. Das bedeutet, für einen Großteil heißt es hier nochmal wirklich reinzuschauen in die dunklen Seiten, die noch ein bisschen unbeleuchtet sind und wirklich deine Schatten zu integrieren. Sie gehören zu dir und es ist wichtig, dass wir sie annehmen, denn wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Und dann starte ich und hätte gerne einmal so die Grundenergie. Worum geht es auch noch grundlegend? Die Herausforderung der Krebse im Februar. Was ist die Herausforderung, die bewältigt werden darf? Ja, spannend. Wo sollte der Fokus draufgelegt werden? Wo dürfen sich die Krebse fokussieren? Wovon sollte das Seelenkollektiv der Krebse den Fokus lieber abwenden? Okay. Nee, ich mische nochmal. Wovon sollten sich die Krebse distanzieren? Die Krebse distanzieren und den Fokus lieber abwenden. Ich glaube, da kommt aber noch eine. Okay. So. Dann schaue ich einmal rein. Was ist denn euer großes Ziel? Was ist das große Ziel der Krebse? Und noch einen Tipp zur Zielerreichung. Ich hätte gerne noch einen Tipp. Zur Zielerreichung, wunderbar. Unterliegende Energie, der Turm, wow. Okay, das heißt, hier kann tatsächlich ein einschlägiges Erlebnis sein, mehrere kleine einschlägige Erlebnisse. Der Turm zeigt immer, hier bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Irgendetwas kann dich hier vielleicht etwas aus der Bahn werfen. Und das dient aber tatsächlich für deine Weiterentwicklung. Und vielleicht ist es auch genau das, indem du dich für die Schattenarbeit zur Verfügung stellst, indem du dich traust, hinzuschauen, wirklich in diese verborgenen Tiefen abzusteigen, einmal ja wirklich den Mut aufbringst, um dich zu befreien. Die Komfortzone verlassen, heißt es hier, irgendetwas. Hier kann es auch um Abhängigkeiten gehen, ne? Von was darfst du dich hier wirklich lösen? Und dann gehe ich direkt mal rein mit den Lenormand-Karten. Bitte einmal auf die Grundenergie. Eine Zusatzbotschaft, einen Tipp, einen Trick, ergänzende Info. Die Herausforderung. Ich hätte gerne noch einen Tipp auf die Herausforderung. Und auf den Fokus. Welche ergänzende Information kommt hier auf das Themengebiet deines Fokuses? Davon sollte der Fokus lieber abgewendet werden. Das große Ziel.
und auf den Tipp zur Zielerreichung. Bekomme ich da auch noch eine ergänzende Info auf den Tipp der Zielerreichung? Möchte hier noch eine Karte fliegen, noch eine Botschaft? Nein. Okay. Gut, dann bin ich gespannt, was wir hier gleich lüften dürfen. Hier haben wir die Wolken, stehen zum einen für Gedanken, für unklare Gedanken, vielleicht aber auch für den Prozess, dass Klarheit einzieht. Ja, noch ist es vielleicht ein bisschen nebelig und da ist der Turm wahrscheinlich auch sehr hilfreich, um einfach Klarheit zu schaffen. Gucken wir in die Grundenergie und hier haben wir tatsächlich den Herzschmerz, diese seelischen Verletzungen, die sich vielleicht nochmal wirklich jetzt an die Erdoberfläche auf den Weg machen, gesehen werden möchten. Und hier darfst du deinen Verletzungen Raum geben. Du darfst deinem Schmerz Ausdruck verleihen und das dient tatsächlich deiner Klarheit. Als ergänzende Information haben wir hier das Kind. Es kann zum einen sein, dass du wirklich in die Schattenarbeit und innere Kindarbeit hier gehen darfst, dass das ein Grundthema sein kann. Ebenfalls kann es aber auch sein, dich jetzt, indem du dich wirklich in diesen Schmerz reinbegibst, durch die Angst und durch den Schmerz durchgehst, aber dafür ist es wichtig, dem Raum zu geben, dass dir das dient für den Neuanfang, dass du dann wirklich, naja, wie neu geboren werden kannst. In kleinen Schritten. Und deine Herausforderungen sind tatsächlich, oh ja, deine Herausforderungen, wir haben wieder das Herz in Kombination mit den 8 Schwertern. Hier geht es tatsächlich darum, dass du dich selber irgendwo ein bisschen limitierst, in einer Opferhaltung bist. Und hier gilt es darum, dein Herz zu befreien. Auch negative Gedankenmuster hier wirklich zu lösen und dir bewusst zu machen, du bist nicht dein Herzschmerz und du bist auch mehr als dein Gedanke. Hier schau nochmal rein und lass Heilung für dein Herz fließen. Und vielleicht gibt es auch da einfach noch diese unbelichteten Stellen in deinem Herzen, die jetzt einfach Licht brauchen, die jetzt gesehen werden möchten. Vielleicht aber auch für den ein oder anderen Herzensprojekte, eine Liebesbeziehung. Eventuell auch wirklich diese Liebe, wo du sagst, ich komme in meiner Beziehung vielleicht nicht vorwärts. Oder wenn ich Single bin, wenn du Single bist, kommst du vielleicht nicht in eine Partnerschaft. Da schau mal rein, denn die Herausforderung ist es, dich hier nicht mehr zu limitieren. Denn das ist scheinbar wirklich eigens kreiert, dass du hier das Gefühl hast, festzustecken. Und du alleine hast den Schlüssel in deinem Herzen, um diesen Neuanfang zu starten, um dich zu befreien. Was sollte dein Fokus sein? Deine Leidenschaft auf beiden Ebenen zu entdecken. Mit dem Ass der Stäbe und die Kombination der Lilien, beides steht für diese Leidenschaft, für eine neue Chance. Hier darfst du dich darauf konzentrieren, was entfacht dein Feuer. Fange an zu kommunizieren, hier wirst du auch neue Möglichkeiten bekommen, in eine Kommunikation zu treten. Und da darfst du wirklich drin aufgehen. Den Fokus solltest du abwenden von tatsächlich dir selber. Und zwar diesem Gefühl, was du wahrscheinlich sehr, sehr gut kennst, dieses Gefühl von, ich bin niedergeschlagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bin am Boden, ich bin zerrissen. Etwas ist überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und raus aus diesem rationalen Denken. Hier heißt es, in die Herzverbindung zu gehen. Und raus, ja, aus dem Kopf. Du darfst hier also die Reise starten vom Kopf ins Herz. Was ist das große Ziel? Wow, die hohe Priesterin, den geraden Weg zu wählen, vielleicht aber auch einen anderen Weg zu wählen. Entscheide dich, ja, mach dich wirklich auf die Suche. Die hohe Priesterin hat ein unfassbares Wissen, eine Weisheit in sich. Und von der darfst du hier profitieren. Lass mal Dinge einfach geschehen. Hab Geduld und beobachte und sei vor allen Dingen auch verständnisvoll. Das ist das Ziel dahinter, dass du diese hohe Priesterin in dir entdecken darfst. Und als Tipp, wie du das erreichst,
Die Hohepriesterin steht natürlich auch für Medialität, für Spiritualität. Und vielleicht darf das dein neuer Weg sein. Ja, dieser Neuanfang, der eigentlich hier steht, wenn dein Herz in Heilung geht. Und das heißt, arbeite weiter daran. Arbeite an dir. Schattenarbeit, um in die Klarheit zu kommen, um in diese tiefe Verbundenheit zu kommen, in die Wunscherfüllung. Mach dir bewusst, was wünscht sich dein Herz wirklich? Wo darf die Reise hingehen? Und was ist ganz tief in dir drin, was sich so sehr nach einem Neuanfang sehnt? Und es ist so wichtig, dass ihr da wirklich mutig seid. Vor allem auch, weil ich merke immer mehr, wie viele neue Lichtarbeiter einfach ja, sich jetzt selbst entdecken. Entdecken, wozu du in der Lage bist. Und vielleicht gehörst du dazu. Und dann dürfen schon mal so einschlägige Momente passieren, die dein Leben einmal komplett durchrütteln. Aber das ist dieser Erwachungsprozess, diese Transformation, die beginnen möchte. Das bedeutet, ich fasse hier gerne noch einmal zusammen. Wahrscheinlich startest du mit der Energie, du möchtest gerne in den Neuanfang gehen. Und dafür ist es wichtig, klar zu sein, Brainstorming zu betreiben für deine Heilung, für dieses Bewusstsein, für deinen Bewusstwerdungsweg. Und wir können nicht immer, das wäre gelogen, wenn ich sage, das Leben ist immer nur Sonne und alles ist fein. Nein, stell dich hier dem Schmerz. Der wird sich wahrscheinlich nochmal zeigen. Aber, und das ist doch eigentlich beruhigend, diese Herausforderung kannst du tatsächlich alleine bewerkstelligen. Denn es ist etwas eigens Kreiertes, dass du dich scheinbar noch immer wieder selbst limitierst, das Gefühl hast, festzustecken. Aber wenn du hier dir die Dame mal anschaust, die ist tatsächlich verbunden, ja, aber ganz locker und es stehen genug Schwerter da, womit sie sich befreien könnte. Und genau so ist es. Und dein Schlüssel, das bekomme ich hier immer wieder als Impuls, liegt in deinem Herzen. Und das ist so passend, denn dein Fokus sollte es ja nicht sein, dich hier auf deinen Kopf und dieses Rationaldenkende zu berufen, auf den Schmerz, der dir widerfahren ist, ja, auf dieses, vielleicht auch dieses radikale Ende, was war. Vielleicht wird es auch kommen, aber da heißt es raus da. Gib deinem Schmerz hier Ausdruck, aber bleib nicht drin stecken und guck mal wirklich, was ist in deinem Herzen. Und fokussier dich auf deine Leidenschaft. Such dir etwas, was dir Harmonie gibt. Such dir gerne ein neues Hobby, denn du bekommst hier quasi wirklich neues Potenzial. Fokussier dich auf die Chancen, die um dich sind. Mach einen Perspektivwechsel und gucke wirklich, welches Potenzial ist in dir, welches Feuer möchte hier entfacht werden, damit du in die Energie der Hohen Priesterin kommst, von diesem Wissen, auch von deinem höheren Selbst profitieren kannst. Erlaube dir, dich der Spiritualität zu öffnen. Und Spiritualität ist im Endeffekt, wenn du es übersetzt, es ist der Bezug zum Geist, Spirit. Und ich kann es immer nur wieder sagen, selbst wenn du im Außen kritisiert wirst oder belächelt wirst, wenn du dich der Spiritualität öffnest, dann sind das oft die Menschen, die einfach Angst davor haben, weil es nicht immer greifbar ist, weil es nicht immer mit dem menschlichen Auge sichtbar ist. Aber wir alle bestehen aus Körper, Geist und Seele, hoffe ich zumindest. Und wenn wir uns für Spiritualität verschließen, worauf wir ja tatsächlich oft geprägt werden, im Außen, Familie, Freunde, Kollegen, aber tatsächlich auch in den Medien und so weiter, dann verschließt du dich für deinen eigenen Geist und ebenfalls für deine Seele. Und hier bist du wirklich, ja, es ist das Ziel jetzt mal hinter die Fassaden zu schauen, einen anderen Weg einzuschlagen, deinen Weg für dich gehen und immer wieder daran zu arbeiten. Die 8 Münzen heißen, hey, arbeite dran, leg deinen Fokus hier wirklich auf deine Unabhängigkeit, arbeite an dir selber, arbeite mit der Spiritualität, arbeite aber auch für deine Wünsche, für deine Träume, dass sie erfüllt werden. Und sag ja dazu. Und dazu gehört es ebenfalls auch, hier wirklich Schattenarbeit zu betreiben. Und diese Turmerlebnisse, diese einschlägigen Momente, die vielleicht für den einen oder anderen im Februar jetzt als Krebs sehr einschlägig sind und vielleicht überwiegen,
dienen dir, um diese Wolken wegzupacken, ja, um wirklich auch mal auszusortieren, wer gehört wirklich zu dir, wer gehört zu deinem Soulmate Circle, zu deinem Space, zu deinem, ja, zu deiner Gemeinschaft. Wer ist es, der dir Raum gibt, wo du aufblühst, der dir gut tut? Und da bleib bitte im Vertrauen, ja? Bleib im Vertrauen, bleib bei dir und geh für deine Leidenschaft los. Fühle wirklich dieses Feuer und ich sage dir aus eigener Erfahrung, folgst du deiner inneren Stimme, machst du dich unabhängig von der Meinung von anderen Menschen im Außen. Du wirst belohnt werden. Du wirst ein Gefühl innerlich entwickeln, was einfach die krasseste Fülle ist. Und diese Harmonie und Liebe, die du für dich selbst einfach empfindest, diese Verbundenheit zu dir selber und auch die Verbundenheit zu der Anderswelt, zu all dem, was feinstofflich ist. Und das gibt dir wirklich dieses Gefühl, erfüllt zu sein, weil du mit dem Körper, Geist und Seele in Einklang bist. Dazu ist es natürlich auch wichtig, diese irdischen Erfahrungen zu machen. Und da wirklich auch dir schöne Momente zu kreieren, etwas mit den Händen berühren, loszugehen, auch mal Party zu machen, schöne Hobbys dir anzueignen und wirklich entdecke dich selber und entdecke dich selbst neu. Und für diejenigen, die sich mit der inneren Kindarbeit angesprochen gefühlt haben oder angesprochen fühlen, sei mutig, kreiere deinem inneren Kind einen Raum, lass Liebe fließen und schau auch dorthin, wo es dein inneres Kind noch verletzt und wo darf Heilung fließen. Prima, ihr Lieben. Ich gehe jetzt direkt rein und schaue einmal in die tiefer liegenden Energien. Heißt, was erwartet euch in der Liebe? Was kommt finanziell auf euch zu? Und gegebenenfalls auch beruflich gehe ich einmal in die Sparten rein. Du klickst jetzt einfach unten auf den Punkt mehr unter diesem Video und dann auf den Link für deine Erweiterung, wenn du sagst, du fühlst dich hier angesprochen und dann darfst du noch mehr Informationen für dich genießen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, für euren Support, für euer Sein.